Freunde, ich werde jetzt mal ein bisschen versuchen, Eier zu färben. Die habe ich gestern hier schon vorgekocht. Alles das, was ich noch hatte, meine Reserve. Ein paar muss ich aufheben, weil ich will ja noch versuchen, einen Kuchen zu backen. Ja, und habe leider keine weißen bekommen, waren nur braune. Mal gucken, wie sich das auswirkt jetzt auf die Farbe. Habe jetzt hier schon mal vorbereitet. Und zwar zwei Becher, will ich erstmal ausprobieren, wie es überhaupt ausschaut, mit Wasser und Essig drin, und da werde ich jetzt mal probieren, wie die Farben überhaupt auf den braunen Eiern aussehen. Oh, mal gucken. So, da gibt's jetzt die Tabletten hier. Die sehen ja so pastellig aus, mal gucken. Pastellfarben und braune Eier, das kann ich mir jetzt nicht so wirklich vorstellen, aber wir lassen uns jetzt einfach mal überraschen und lösen die jetzt mal hier auf. Das wird grün. Und dann nehmen wir noch rot. Das wird wahrscheinlich rot sein. Ja. Und dann schauen wir mal. Und sehen wir schon, wie das hier so wird. Sieht ja ein bisschen dünner aus, so. Schauen wir mal. So, die bleiben jetzt erstmal hier mindestens 5 Minuten hier drin. Und dann schauen wir mal, ob da ein bisschen Farbe rangeht. So, das ist die erste Ausbeute. Also rot sieht sehr gut aus. Grün geht eigentlich auch. Aber dann hatte ich lila. Lila ist gar nichts geworden. Und jetzt habe ich hier nochmal blau dazu gemischt. Mal gucken, wie das dann aussieht. Ja, aber sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ich hätte es mir schlechter vorgestellt. Eier färben im Wohnmobil. Von unserem Treffen. Wir haben heute Ostersamstag
Und ja, die Sonne scheint. Es ist ein bisschen durchwachsen. Das ist kein Problem. Aber wir haben immer noch richtig großes Glück hier mit dem Wetter. Und es ist nur kalt. Das ist halt das Einzige. Aber wenn man sich warm anzieht in der Sonne, lässt es sich gut aushalten. Ich will jetzt mal einen Kuchen backen. Und zwar will ich den Schokoladenkuchen backen aus diesem Omnia Kochbuch. Omnia Urlaubsküche leicht gemacht. Und ja, da will ich mich jetzt mal ranwagen. Mal gucken, ob es mir gelingt. Keine Ahnung. Ich probiere es einfach mal. So. So, dann wollen wir mal loslegen. Was brauchen wir? 200 Gramm weiche Butter. Mal gucken, ob sie weich genug ist. Das sind 250, also ein bisschen weniger. Ich muss gerade lachen, weil die Melanie, die hier dabei ist, die ist aus dem Rheinland, das merkt man. Die ist nur am Lachen, das ist so schön. Ah, herrlich. Immer gute Laune. Zumindest hier, also richtig schön ist das. Was? Das kann ja auch nicht ganz sein. Ich bin ein bisschen verschätzt. Also 200 Gramm Butter. So, jetzt kommen 200 Gramm Zucker. So, ich hatte jetzt die Eier vergessen. Die habe ich nachträglich noch reingemacht. Hoffentlich wird's was, weil sie nämlich extra gesagt haben, dass es wichtig ist, dass man alles schön der Reihe nach reinmacht. Uff, ich habe es vergessen. Ich denke auf einmal, der Teig, die haben doch geschrieben, dass der schön cremig ist. Er war fest, angenehm, war auch ein schöner Teig gewesen, aber eben nicht cremig. Und dann ich so, Eier, ich habe Eier vergessen. Aber ja, jetzt sieht auch ganz cremig aus. Ich habe es gut durchgeschlagen mit den Händen und hoffe, dass das trotzdem was wird. Schauen wir mal. So sieht das Ganze jetzt aus. Deckel drauf.
Ofen an und dann halbe Stunde auf geringster Flamme und dann noch mal Viertelstunde auskühlen lassen. Und dann schauen wir mal, was da rausgekommen ist. Ich bin auch gespannt. Naja, mal gucken. Vielleicht wird es ja besser, als ich denke. Im Übrigen, falls es bei mir in der Koje hinten nicht ganz so ordentlich aussieht, ich habe heute irgendwie habe ich Wasser umgekippt ins Bett und da ist etwas nass, das muss trocknen. Deswegen sieht es ein bisschen wüst aus da hinten. Wollte ich nur mal sagen. Muss ich ja erwähnen, sonst denkt ihr, ich bin unordentlich. Thank you.